Herzlich willkommen zurück und damit nach Monaten der Auszeit des dritten Let's Plays begrüße ich euch hier zurück. Das für euch ist das jetzt natürlich gar nichts, weil ihr werdet die Folge gleich nach der letzten Folge vor 2 Monaten sehen. Und ihr merkt schon, also wer das Let's Play guckt, merkt sicherlich, dass ich auf einmal alleine bin. Yep, das ist wahr. Der Wolke wird für dieses Let's Play leider nicht mehr mit dabei sein. Er hat einfach zu viel zu tun und ich möchte einfach gerne mein drittes Let's Play wieder haben. Vor allen Dingen, weil ich The Whisper World unbedingt durchspielen wollte. Und nachdem Wolke ausgefallen ist, dachten wir, es ist nur kurz. Und es hat sich als sehr langer Zeitraum erwiesen. Die ganzen Zwischenprojekte wie Magic Mine und so waren ganz lustig, aber wir kehren doch wieder zum gewohnten Alltag zurück. Was haben wir beim letzten Mal getan? Ich mach einfach mal den da. Achso, es ging ja so. Okay, gut. Dann liebte Natur. Ha, man kann es auch übertreiben. Das, ja. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. So stimmt jetzt gerade hier. Was treibt man als Stein den ganzen Tag so? Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen hier rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Die Welt zu unterjochen oder ähnliches. Ingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Es kommt mir wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Okay, die böse Seite des Steins. Die dunkle Seite schickt wieder zu. Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam, sagte der sprechende Stein. Okay, gut. Ja, das mit der Mütze war nicht schlecht. Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit steinerner Faust. Genau. Die habt ihr sicher irgendwo in der Hosentasche, gerade die Steine oder was? Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist? Einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey Ingo, was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint mir eine saftige Wiese zu sein oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen. Es leuchtet so grün. Was ist es? Sag schon. Hey, Moment. Jetzt kann ich es doch erkennen. Ja, genau. Es ist sein Schnabel. Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Eine Wurzel, einen Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen, hm? Du wirst wohl nicht gern für einen Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut. Dann stelle ich ihm die Fragen, auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich nur blamieren wird. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Ich wäre ja für Vogelschlangenwesen. Ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge vorkam, aber ich glaube, ich hab's. Ich mach mal Vogel, damit der Stein zufrieden ist. Shana ist ein Vogel. Denkst du das also? Hm? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9.
Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? Ja, 11. Okay. 11. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es, ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch, Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Tja, in einer Höhle, ne? Höhle. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Okay, das ist mir echt relativ geil. Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich! Wir lassen uns nicht herumschubsen! Von niemandem! Also ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine! Wir brauchen keine Hilfe! Aber Ralf, der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem spitzen Stock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen. Und dabei bleibt es. Zurück zu eurem Bleiben, wisst ihr. Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren, 3 Monaten und 25 Tagen? Natürlich. Ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja... Dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein, den Termiten. War klar. Jo, okay, gut ist klar. Den Sturm hat's überlebt, das Erdbeben hat's überlebt und dann kamen die Termiten vom Stein. Okay. Okay. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht? Jetzt hast du's. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Geil. Zurück zu eurem Plan. Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Mich zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Nur zur Information. Ich bin kein Grünschnabel. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha. Bestimmt denkt er sogar, dass Shana... Aber... Unsinn! Du Moment. Ist möglich, Shana ist ein Vogel. Denkst du das also, hm? Nein, das war falsch. Scheiße. Das ist... Du bist mir auch... Die An... Nein, es ist unser... Also. Nehmen wir mal diesmal 9. Ich habe die erste Frage falsch gemacht. Stell ich... Schon gut. Die Frage... Ich ziehe vor... Quatsch, meinst... Was ich, der Clown... Also... Mitte des In Sees. Der Mitte des Sees. Ha! Du bist ja doch ein Grün... Ich wusste... Lass mich in Ruhe. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Gut, okay. Stein, Stein, Stein. Da geht's zurück. Und eine Tür. Ah, oh, da ist Bot. Guck mal. So, eine Tür. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Hallo? Jemand zu Hause? Nichts. Natürlich nicht. Was habe ich auch erwartet? Ein Wunder? Ein Wunder, ein Wunder. Wow. Ich bin begeistert. Nanu? Huch. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wie ist das möglich? Shana? Okay. Was sind das bloß alles für Zettel?
Das sind keine Kochrezepte. So viel kann ich erkennen. Hier aufzuräumen wäre eine Lebensaufgabe. Und ich habe schon eine. Was haben wir hier? Noch mehr Zettel, Zettel. Zettel. Sessel. Okay, gehen wir mal zum Sessel. Shana scheint nicht zu Hause zu sein. Das denkst du. Hallo, Shana? Ich mache lieber keinen Unfug mit Shanas Sessel. Am Ende orakelt sie mir noch die Blaupocken an den Hals. Das ist ja krass. Gehst durch die Tür und kommst in so ein Haus rein. Oh. Das hab ich nichts gemacht. Nanu? Was soll ich damit jetzt tun? Ich hab keine Ahnung, ich gehe mal alles durch. La 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 la. Ich spiele mit einer Knopfuhr. Die macht lustige Geräusche. Und ich habe keine Ahnung, was das bringt. Wahrscheinlich brauche ich irgendeine Notiz, die ich so nicht finde. Okay, Geräusche. Bedrohliche Musik. Na, nimm. Der Herbstwald ist auf dem Globus nicht einmal eingezeichnet. Corona ist weit entfernt. Okay. Die Welt und ich haben ein Kommunikationsproblem. Sie hört mir nicht zu und ich verstehe sie einfach nicht. Nein, danke. Es fühlt sich auch so schon an, als würde ich die ganze Last der Welt auf meinen Schultern tragen. Ich muss pessimistisch denken, Kleiner. Was haben wir denn noch so? Kann man hier eventuell irgendwo lang? Aber das sind keine Koche. Aber auf einen der Zettel irgendwas Sinnvolles drauf. Das sind keine. Na. Das muss Magie sein oder Übermüdung. An dieser Tür habe ich mir bereits die Zähne ausgebissen. Okay, wir kommen ja anscheinend nicht weiter. Die Shana ist anscheinend nicht da. Was machen wir denn da jetzt? Wie kam ich denn auf die... Wie kam ich denn ins Inventar? Ah, okay. Zweiköpfiges Mon... Ach, warte mal, wir gehen mal... Oh, stimmt, da kann man ja mal komplett zurück. Ich gehe nochmal hier rein. Und wir haben ja noch eine ganze Menge im Inventar, das können wir vielleicht kombinieren. Na, so wird das aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat versucht, die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten. So ein Grünschnabel. Na nü? Gerade eben ging's doch. Ach herrje. Hat er es wieder? Ja. So ein Grünschnabel. Okay. Anscheinend komme ich da nicht nochmal rein. Dann rede ich mal mit dem hier. Mit dem habe ich doch gar nicht geredet. Hey, was hast du vor? Ich dachte, ich nehme euch erstmal mit. Das schminkst du dir mal lieber gleich ab, du Clown. Steine haben auch ihren Stolz. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Beinwesen rumschleppen. Schleppen. Ja, dann... Labern wir mal. Ihr zwei. Ingo,
Sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Aber sie war nicht da. Ich war in Shanas Hütte, aber sie war nicht da. Wieso? Wie spät ist es denn? Keine Ahnung. Was tut denn das überhaupt zur Sache? Was das zur Sache tut, fragt er. So ein Grünschnabel. Ach, Ralf. Woher soll er das denn auch wissen? Woher soll ich was wissen? Shana ist ein Orakel, ein magisches Wesen aus einer anderen Welt. Man trifft sie nur zu bestimmten Zeiten an. Um 00:30? Quatsch, doch nicht um 00:30, du Idiot. Aber irgendwas passierte doch um 00:30. Nichts passiert um 00:30. Um 00:30 bekommt man höchstens mal einen ersten kleinen Hinweis darauf, wann Shana auftauchen könnte. Und wann taucht sie jetzt auf? Um das herauszufinden, wartest du besser, bis es 00:30 ist, oder? Ich hasse euch. Okay. Wann kann man Shana noch gleich antreffen? Jedenfalls nicht um 00:30. Richtig? Richtig. Und was passiert um 00:30? So ungeduldig. Warte doch, bis es 00:30 ist. Typisch Beinwesen. Können einfach nicht ihre Beine stillhalten. Na dann. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Komm ich da jetzt eventuell nochmal rein, weil da ist ja eine Uhr gewesen. Nicht wirklich. Gib's auf! So wird das nichts. Elender Grünschnabel. Na okay. Die Aufnahme ist aber für heute erstmal wieder beendet. Und wir sehen uns morgen wieder. Und dann hoffentlich finden wir diese komische Shana. Und mal schauen, was dann zur Sache geht. Bis morgen. Tschüss.